Dieses Video wird euch heute wieder von Monsanto präsentiert. Monsanto ist Marktführer im Bereich von Mini-Grow-Boxen. Die Lösungen werden in Deutschland produziert und bieten vor allem Anfängern einen idealen Start ins Growing. Kompakte und ausführliche Growing-Anleitungen und abgestimmte Systeme bieten höchste Erträge auf kleinstem Raum. Moin Freunde und einen wunderschönen 1. Mai, den ihr hoffentlich genießt. Das Wetter ist grandios, zumindest bei uns hier zwischen Bremen und Hamburg ist Sonnenschein pur. Bester Tag des Jahres, es ist richtig sommerlich und ich sitze hier drin und das muss ich gleich ganz schnell ändern. Gehe auch noch ein bisschen an die Sonne. Aber Drogenpolitik schläft ja nicht und ich hab mich in den letzten Tagen so ein bisschen wenig beschäftigt, muss ich zugeben, weil ich einfach ganz viele andere Sachen im Moment im Kopf habe. Aber es geht immer weiter. Und eine Sache, über die wir uns alle ja ein bisschen Gedanken machen, auch ist, was ist denn eigentlich mit Säule 2? Kommt das noch? Arbeitet man da im Hintergrund überhaupt noch dran? Oder ist das irgendwie alles tot, das Thema? Man hört ja nichts so richtig auf X oder mal aus den Mündern von irgendwelchen Politikern. Aber dem DHV liegt jetzt wohl der Entwurf vor für die sogenannte Konsum-Cannabis-Wissenschaftszuständigkeitsverordnung. Und zwar ist das etwas, was sozusagen ein komplett neues Gesetz für Säule 2 überflüssig machen würde. Eine ganz wichtige Sache an dieser Verordnung ist eigentlich, dass Modellprojekte ermöglicht werden würden, ja, innerhalb des Cannabis-Gesetzes. Und es wäre nicht mehr das BfArM, was zuständig wäre, Modellprojekte zu genehmigen, was ja, wie ja alle wissen, ne, in der Vergangenheit nie wirklich Lust dazu hatte, sowas zu genehmigen. Also BfArM wäre raus und die zuständige Behörde ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Und das ist eine feine Sache, die ist dem Landwirtschaftsministerium unterstellt. Das ist Cem Özdemir, der ist ja eigentlich auch ein Pro-Cannabis-Freund, der sich zwar auch ein bisschen zurückgehalten hat in letzter Zeit, er hätte viel mehr reißen können. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne, ich mag ihn eigentlich so rhetorisch gerne, wie er redet, und er hat dann auch irgendwie immer, er kann das auch rüberbringen. Er hat sich aber sehr zurückgehalten, finde ich schade. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft nochmal. Diese Verordnung könnte Mai oder Juni schon in Kraft treten. Und dann wäre es eigentlich dieses Jahr tatsächlich schon möglich, Entschuldigung, dass es Modellprojekte gibt. Ein Nachteil an dieser ganzen Geschichte schreibt der DHV auch auf seiner Seite, dass eine zukünftige Regierung unter CDU das ziemlich leicht haben würde, dann also das nicht komplett wieder abzuschaffen, aber zum Beispiel keine neuen Modellprojekte mehr zu genehmigen, was natürlich kacke wäre. Aber naja, gut, wer weiß, vielleicht begreifen sie es bis dahin auch noch so ein bisschen eher, ne? Dass das Ganze eine gute Sache ist. Insgesamt gut. Es geht weiter in die richtige Richtung und ich hoffe, dass da jetzt mal irgendwie auch ein bisschen mehr zu kommuniziert wird. Das ist sehr interessant und wenn es denn dieses Jahr schon losgehen kann, optimal. Ne? Also man darf gespannt sein. Gut wäre es jetzt wahrscheinlich, wenn dann, gut, einige Städte haben es ja schon gemacht oder sich zumindest bekannt gegeben, dass sie Bock auf Modellprojekte haben. Und ja, vielleicht wäre es sinnvoll, da jetzt schon mal so ein bisschen drüber nachzudenken als Gemeinde. Ob man das machen will, nicht, dass es am Ende dann irgendwie stressig wird. Wir kennen das ja, stressige Situationen für irgendwelche Behörden im Zusammenhang mit dem Cannabis-Gesetz. Ihr wisst, was ich meine. Gut, das wollte ich euch nur mal eben kurz erzählen. Sehr interessant, auch wenn auch still und heimlich irgendwie im Hintergrund. Zumindest für mich. Wir gucken mal, wie es weitergeht. So, ich werde jetzt die Sonne genießen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Macht eine Tour, Mai-Tour oder was. Bei uns hier in der Gegend war immer Tradition, Mai-Tour zum Bullensee, nennt er sich, zu machen. Wobei das mittlerweile auch nicht mehr meine Altersklasse ist. Das ist so der Altersdurchschnitt, wahrscheinlich eher so 20. Aber gut, macht ja nichts. Ich gehe gleich in die Sonne. Habt einen schönen Tag. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann lasst es sein. Haut rein.